Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du einschaltest bei PS Werkstatt und du erfährst auch sofort, worum es geht. Heute mal wieder mit einem kleinen Projekt. Wir haben ein großes Fenster, was derzeit mit einer Gardine abgedeckt wird. Da sind wir nicht ganz so glücklich und zufrieden mit. Und da gibt es ja die unmöglichsten und möglichen Sachen, um ein Fenster irgendwie zu verblenden, abzudecken, teilweise zu beschatten, wie auch immer. Mit Jalousien, Rollos, Markisen, Plissés, verstellbar, innen, außen montiert, was weiß ich alles. Da habe ich was gefunden, wo ich denke, das wird auch unserem Anspruch gerecht. Und das war heute in der Post. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Unschwer zu erkennen. Ich habe auch noch nicht reingeschaut. Bin total gespannt. Das war nämlich eine Maßanfertigung. Und deswegen auch ein bisschen länger gedauert. Deswegen schauen wir mal rein. Ich glaube, man kann schon sehen, was es ist. Es sind Jalousien, die innen am Fenster montiert werden. Und zwar Echtholz-Jalousien. Das war uns wichtig, weil das halt auch einen entsprechenden Wohncharakter mitbringt. Die gibt es ja aus unterschiedlichsten Materialien. Aluminium, Kunststoff, was weiß ich. Die sind jetzt aus Echtholz. Also fühlt sich richtig, richtig wertig an, das Ganze. Oh, klasse. Ja, muss man nur noch aufhängen, nur noch. Das Fenster, um das es geht, ist 2,20 Meter breit und ist ungefähr geteilt. Ein Drittel, zwei Drittel. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, die Jalousie zweigeteilt zu machen, sodass man eine Seite hochziehen kann, wenn man zum Beispiel mal ein Fenster aufmachen möchte. So, das heißt, das sind zweimal Meter, nichts Falsches sagen, Meter 10, glaube ich. Zweimal Meter 10. Einmal mit der Bedienung links und einmal mit der Bedienung rechts, ganz klar, damit man die halt unabhängig voneinander auch ja, ansteuern, einstellen kann. Ja, jetzt habe ich mir Folgendes vorgenommen. Ich habe mir hier hinten, hier liegt sie, so ein Streifen von einer Siebdruckplatte, eigentlich nur ein Rest davon. Der ist auch 2,20 Meter lang. Darauf wollte ich die Markisenelemente montieren und das wird dann zusammen an der Wand festgemacht. Hat den Vorteil, dass ich das Ausrichten viel bequemer hier am Boden machen kann. Und ich kann halt auch viel genauer die Schrauben setzen. Ihr kennt das selber, Dübel in die Wand. Okay, das im Idealfall passt der, aber mal 3 mm nach links oder nach rechts oder schlimmer nach oben und unten. Und schon sieht das irgendwie Mist aus und man kann es irgendwie nicht mehr justieren. Deswegen das Brett hier an die Wand geklatscht und dann kann man sehr, sehr einfach und bequem und vor allen Dingen sehr genau auch die Markisen oder Jalousieelemente schön drauf positionieren und auch punktgenau befestigen. Liebe Leute, ihr wisst ja, wie das ist. Man macht ein Projekt nach dem anderen und dann möchte man auch mal Kollegen unterstützen. Jetzt wie in dem Fall, ich habe hier ein kleines Ansteckmikrofon und benutze hier gerade eine Funkstrecke als Testaufbau. Ich hoffe, man hört das oder vielleicht hört man es auch nicht. Und ich drehe mich einfach mal weg und rede weiter und weiter und gehe mal ein Stück weiter. Und Hintergrund ist ja, die Kollegen hatten das irgendwie, ja, hatten ein paar Installationsprobleme. Ich wollte mich dem mal annehmen und ich glaube, es funktioniert. Könnt ihr mal sagen, ob das besser ist wie sonst und ja, ich packe das jetzt wieder weg. Mal sehen, ob wir da ein bisschen wohnlicher gestalten können, das Ganze. Aber das können wir bestimmt. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Von dem Montageplan hier übertrage ich jetzt gerade die Maße der Befestigungsklammern auf mein Montageholz. Jetzt wisst ihr auch, warum ich dieses Montageholz hier gewählt habe. Denn wenn ich diese kleinen Klammern hier überall, sagen wir mal an der Wand oder unter der Decke oder am Fenstersturz befestigen müsste, ich kriege die einfach im Stein niemals so gerade und ordentlich befestigt. Also was macht man? Man nimmt also ein Trägerholz und hat hier super Möglichkeiten, die Bohrung anzuzeichnen und die dann auch gerade und, ja, ich sag mal, alle auf einer Linie zu befestigen.
Dann können wir jetzt zur Montage der Halteklammern kommen. Finde ich jetzt total bequem, weil ansonsten müsste ich das jetzt im Raum unter der Decke oder sonst wo machen. So, Löcher sind gebohrt. Da setzen wir die hin. Damit die schön gerade sind, habe ich mir sogar hier noch ein Streichmaß eingestellt. Kann ich mir einstellen und an die Kante halten. Also von daher. So, liebe Freunde. Ich hoffe, das passt auch, ne? Habe ich ja ein Problem. Jetzt bin ich gespannt, weil das habe ich nur geschätzt. So, die Schiene hängt. Können wir anfangen, das erste Modul ans Fenster zu machen. Andere Seite genauso. Jetzt kommt der Klopper, hier sind so Sichtschutzleisten, da sind hier eingelassene Magneten dran. Total klasse. Also da haben die sich echt was bei gedacht. Aber ganz ehrlich, dafür waren die Dinger auch nicht billig. Die waren echt nicht billig. Top die Bude. Jetzt haben wir ein zweigeteiltes, weil... hier das Fenster immer aufmachen. Liebe Leute, schon wieder ein Projekt fertig und dann noch kurz vor Weihnachten. Wer hätte das gedacht? Endlich diese olle Gardine weg und jetzt eine schöne Holzjalousie. Also das macht doch echt was aus. Riesenunterschied zum Wohnwert, zur Behaglichkeit würde ich sagen. Kann dann nur zu raten. Ist nicht ganz günstig das Ding, muss ich auch dazu sagen, aber von der Verarbeitungsqualität her astrein. Also wirklich einwandfrei. Auch die Art und Weise, wie ich das montiert habe mit dieser Unterlegleiste, also mit dieser Montageleiste, würde ich morgen genauso wieder machen. Fand ich super Hilfe, super Unterstützung. Hat mir das Ganze auch viel leichter gemacht, das hier auf der Werkbank vorzubereiten und dann nur an der Wand festzumachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, einen netten Kommentar da lassen, Daumen nach oben oder ansonsten Abo. Sollte einer von euch noch kein Abo dagelassen haben, sofort nachholen und dann auch direkt die Glocke aktivieren, so verpasst ihr nichts, wenn es nächstes Mal was Neues bei PS Werkstatt auf dem Kanal gibt. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Kommentieren, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.